Und die sogenannten Sicherheitsdienste? Man muss, glaube ich, bei Warnungen, die ja regelmäßig, unregelmäßig aus den Kreisen von Sicherheitsbehörden kommen, immer auch den politischen Aspekt sehen. Wenn eine konzertierte Aktion von Warnungen vor möglichen Terroranschlägen jetzt ganz konkret in Deutschland jetzt an die Öffentlichkeit getragen wird, hat das immer zwei Ziele. Auf der einen Seite will ich durch eine beschwörende Geste, die Gefahr ist vor der Haustür, suggerieren, wir müssen wachsam sein. Dass die Wachsamkeit zu fördern ist oder gefördert werden soll, ist sicher ein legitimes Anliegen jener Behörden, die für die Sicherheit der Bevölkerung zuständig sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Art Selbstschutz, so nach dem Motto, wir wollen uns nie vorwerfen lassen, wir hätten nicht rechtzeitig und ausreichend gewarnt. Nicht zu vergessen natürlich, dass die Etats und Befugnisse der Sicherheitsbehörden in enger Abhängigkeit zur behaupteten Bedrohung stehen, ebenso wie die Aktien für den sicherheitspolitischen Maßnahmenkatalog des Innenministers. Ich erinnere nur an diese unheimlich öffentlichkeitswirksame Festnahme der mutmaßlichen Islamisten auf dem Flughafen Köln, als die Sicherheitskräfte mehr oder weniger das Flugzeug stürmten. Rainer Nübel. Wir Medien, wir Journalisten müssen uns, wenn wir so eine Nachricht bekommen, bevor wir dann alle, wie es ja war, vor allem die Fernsehsender, dorthin pilgern, doch überlegen, wenn man das wusste, warum hat man dann nicht einfach die Leute abgefischt, als sie eincheckten? Und warum ging man denn wirklich in großer öffentlichen Wirkung dann ins Flugzeug rein? Wenige Tage später hat sich das Ganze mehr oder weniger fast in Luft aufgelöst. Die mutmaßlichen Islamisten, die schon wieder Deutschland verlassen wollten, um dann als Terroristen zurückzukehren, von denen hat das Bundeskriminalamt dann kaum mehr gesprochen, im Gegenteil. Also alle müssen aufpassen, Sicherheitsbehörden und Medien müssen aufpassen, dass wir nicht in die mediale Falle der militanten Islamisten oder Terroristen tappen. Ein Käfig voller Enten, Recherchen zur Sauerlandzelle, ein Feature von Walter von Rossum. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks 2009. Es sprachen Frank Arnold und Martin Bross. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Angelika Bruchhaus. Regie Susanne Krings. Redaktion Karin Beindorf. In Oberschledorn herrscht fast wieder Normalität. Doch die heile Welt hat einen Knacks bekommen. Das Sicherheitsgefühl ist weg. Das Gefühl, dass man in Deutschland weit entfernt ist von den Auseinandersetzungen der großen Weltpolitik.